Wir haben schon in den 90er Jahren mit der Lärmsanierung von unserer Strasse angefangen und total rund 200 Millionen Franken in Lärmschutz investiert. Wir haben seither viele Lärmschutzwände gebaut und Schallschutzfenster finanziert. Seit ein paar Jahren setzen wir jetzt hauptsächlich auf Massnahmen direkt an Lärmquellen. Das heisst vor allem auf lärmmindernde Beläge oder Flüsterbeläge, wie man auch sagt. Alles in allem leben schon 40'000 Bernerinnen und Berner mit deutlich weniger Lärm als vor dem Start der Lärmsanierung. Dank dem technischen Fortschritt können wir heute mit lärmmindernden Belägen deutlich mehr Menschen pro eingesetztem Franken schützen als mit Lärmschutzwänden. Dazu kommt, dass von diesen Massnahmen alle profitieren. Der gesamte Strassenraum wird massiv leiser und damit aufgewertet. Die Strassenlärmsanierung ist in den letzten Jahren zur Daueraufgabe geworden. Dort, wo es möglich ist, werden die lärmmindernden Beläge im Rahmen des regulären Belagswechsels eingebaut. So profitieren jedes Jahr hunderte zusätzliche Personen von leiserer Strasse. Bis alle Siedlungsbereiche vor übermässigem Strassenlärm geschützt sind, dauert es aber noch rund 15 bis 20 Jahre.